Ja, das Leben in Köln gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade an so schönen Tagen, schönen sonnigen Tagen wie jetzt, genieße ich das Wetter oft auch hier am Rhein oder in der Innenstadt. Und ja, mit meiner Freundin fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Also ich habe damals mit Fußball angefangen als Sportart Nummer 1 und bin der Leidenschaft eigentlich auch immer treu geblieben. Und wie man auch sieht, ich spiele hier mit Schalke. War und bin immer noch großer Schalke-Fan. Klar, auch in meinen Trainingsphasen, wenn ich zu Hause bin, versuche dann auch das Radfahren zu gucken. Ist natürlich auch irgendwo mein Hobby und gucke das immer noch gerne. Klar, ich bin Sprinter, ich trainiere Sprints. Ich mache viel Krafttraining im Gegensatz zu einem Bergfahrer, der vielleicht weniger Krafttraining macht. Mache ich schon 2-3 Mal die Woche Krafttraining. Über meinen Papa eigentlich. Also der hat ganz normal als Hobbyfahrer irgendwie Radfahren am Wochenende betrieben und ist da mal so ein paar RTFs gefahren und sowas. Und dann habe ich das halt als kleines Kind dann auch irgendwie natürlich gesehen, dass Papa samstags, sonntags Rad gefahren ist. Und wollte dann irgendwann, wo ich 7, 8 Jahre war, wollte ich da mal mitfahren. Ja, und dann bin ich so mit 9 mein erstes Rennen gefahren. Jedermann-Rennen oder erste Schrittrennen, wie man das dann nennt. U11, das war dann, wo ich 10 geworden bin in dem Jahr. Dann mein erstes Lizenzrennen auch gefahren. Und von da an immer Rennen gefahren, jedes Jahr auf Lizenz. Ja, man hat natürlich einmal so das langfristige Ziel oder den langfristigen Traum und den kurzfristigen Traum. Also im Training habe ich dann eigentlich oft eher den kurzfristigen Traum drin, dass ich jetzt Tour of Slowenien fahre und sage, okay, ich will da jetzt unbedingt eine Etappe gewinnen. Und das gibt mir die Motivation. Aber klar, habe ich halt irgendwo Radfahren angefangen und hatte dann den Traum, die Tour de France zu fahren und da irgendwann mal eine Etappe zu gewinnen.